Hallo, hier ist Silvia Schnapperille und ich bin wieder da mit einem neuen Video über Gallensteine, woher sie kommen und welche Auswirkungen es hat, wenn man Gallensteine hat und was man dagegen tun kann. Gallensteine sind eine sehr häufige Erscheinung, besonders bei Frauen im mittleren Alter. Die sind 50% mehr betroffen als Männer. Besonders wenn sie dann auch noch weiß sind. Statistiken sagen, weiß, über 40, mehrere Kinder und fettarme Ernährung, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Gallensteine entstehen. Ja, welche Symptome gibt es, dass man erkennen kann, hat man Gallensteine oder nicht, wenn man noch nicht beim Arzt war und das auch noch nicht kontrollieren lassen hat? Man kann selbst anhand der Symptome feststellen, ob man unter Gallensteinen leidet. Das ist zum Beispiel der Fall, oder kann zum Beispiel der Fall sein, wenn man öfter aufstoßen muss nach dem Essen, viele Fehlverdauungen hat, immer wieder gebläht ist, wenn man oftmals einen Wechsel hat zwischen Verstopfung und Durchfall, wenn man zum Beispiel Schmerzen hat oder Krämpfe, wenn man Druck verspürt unter dem rechten Rippenbogen und der Schmerz sich manchmal auch in die rechte Schulter zieht oder auch auf der rechten Seite am Kopf Kopfschmerzen entstehen, wenn man öfter an Übelkeit leidet oder auch wenn man Fettes isst und das nicht mehr verträgt, dann kann man sehr häufig davon ausgehen, dass da eventuell eine Gallenblasenentzündung oder sogar Gallensteine eine Rolle spielen. Das zeigt sich unter anderem auch in Fettstühlen, das heißt, wenn der Stuhlgang sehr fettig ist und auch eine hellere Farbe hat. Auch das kann ein Hinweis sein. Ja, die Ursache dafür ist oftmals, dass zu wenig Gallensaft produziert wird. Oder dass der Gallensaft ewig nicht genügend abgerufen wird. Wenn Gallensaft zu wenig produziert wird, das bedeutet, das hat auch seine Ursachen, indem nämlich zum Beispiel zu viel Insulin im Blut zirkuliert. Das reduziert die Gallensaftproduktion. Wenn zu viel Stress, wenn die Person häufig unter Stress leidet, dann wird viel Cortisol ausgeschüttet. Cortisol kann auch die Gallenblasen, also den Gallensaft, die Gallensaftproduktion herunterfahren. Oder auch, wenn man zum Beispiel längere Fastenkuren macht, dann kann es auch passieren, dass zu wenig Galle produziert wird. Oder dass die Galle zu lange in der Gallenblase verharrt und dann also auch zu sehr verdickt. Oder wenn man zu dieser Risikogruppe gehört, wie diese Frauen am Anfang erwähnt. Wenn die Produktion von Bile, also dem Gallensaft, runterfährt, dann hat das ziemlich krasse Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel. Nämlich insofern, dass wir immer weniger in die Lage versetzt werden, Fette vernünftig aufzuspalten. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass wir gut die Fette aufspalten können, weil wir sonst unter verschiedenen Mangelerscheinungen leiden können. Besonders an fettlöslichen Vitaminen wie Vitamin A, Vitamin E, Vitamin D und Vitamin K. Das sind die fettlöslichen Vitamine, die wir uns über die fettreiche Nahrung zuführen. Und wenn wir mal eine Blutuntersuchung gemacht haben und sehen, oh, wir haben gerade bei den fettlöslichen Vitaminen da ziemlich einen Mangel, dann kann man davon ausgehen, dass das irgendwie eine Relation zu unserer Gallenblase hat. Ohne genügend Gallensaft, da hat man das Gefühl, man wäscht sich die Hände ohne Seife. Ja, das ist also, wenn man fettige Hände hat und man benutzt keine Seife, das Wasser perlt ab. Und so ungefähr funktioniert das auch in unserem Körper, wenn wir nicht genügend Gallensaft haben. Ist die Galle, also wenn wir nicht genügend Gallensaft haben, kann das natürlich auch bedeuten, wir haben eine Fettleber oder wir entwickeln eine Fettleber. Oder was auch passieren kann, wenn wir zu viel Basepulver benutzen, dann kann auch die Gallensaftproduktion zurückgefahren werden. Also sind alles so Relationen.
die man beachten kann, wenn man sich die Frage stellt, habe ich Gallensteine, oder auch die nächste Frage stellt, was kann ich tun, dass die Galle sich nicht entzündet, dass die Galle nicht zum Beispiel nachher noch entfernt werden muss, oder was passiert, wenn ich die Gallenblase entfernt habe, wie gehe ich damit um? Also, das Thema Gallenblasenentfernung werde ich extra behandeln in einem anderen Video. Aber was kannst du tun, wenn du weißt, du hast Gallensteine und du willst verhindern, dass die Gallenblase sich entzündet? Dann würde ich dir zuallererst vorschlagen, korrigiere deine Ernährungsweise. Denn wenn du eine Ernährungsweise pflegst, die sehr oft Insulin triggert und die sehr fettarm ist, dann ist das Risiko natürlich sehr hoch, weitere Gallensteine zu entwickeln. Da kann man mit einem Low Carb oder High Fat, mit einer Low Carb High Fat Diät entgegensteuern. Man kann auch mit intermittierendem Fasten experimentieren. Das ist dann von Fall zu Fall zu entscheiden, wie sich das am besten auswirkt auf die Beruhigung und die Stärkung der Galle und Leber. Wenn man da nichts weiter unternimmt, kann das passieren, dass sich irgendwann die Galle entzündet und dass die Galle aufgrund der Gallensteine, dass der Arzt entscheidet, die Galle entnehmen zu müssen, und dann haben wir gar nichts gewonnen, und die Ursache nicht behoben wird, weil nur ein Symptom gelöscht wird, indem man die Galle entnimmt und die Leber dann alleine mit diesem Thema klarkommen muss. Und dann am Ende auch Lebersteine entstehen können. Ja, also da muss man eben schauen, dass man da wirklich, wenn Gallensteine entstanden sind oder wenn man merkt, man ist in einem Diätzyklus, der Gallensteinentstehung fördert, besonders bei Frauen, dann muss man da ein bisschen achtsamer werden, dass man da keine Gallenblasenentzündung entwickelt. Gallensteine kann man auch wieder durch die Korrektur der Ernährung, aber auch ergänzend zu, also wenn man die Ernährung zum Beispiel mit sehr starken Nahrungsenzymen unterstützt und wenn man die Aufspaltung der Fette unterstützt, zum Beispiel mit Cholin oder mit dem Steinbrechertee, da gibt es einen Tee, der ist in der Lage, Gallensteine wieder aufzulösen. Der ist aber, das ist alles unter Vorbehalt. Ich sage das hier nur als Information. Bitte fragt euren Arzt und geht da nichts alleine an. Sprecht das mit eurem Arzt ab. Aber es gibt Möglichkeiten, dann in bessere Bahnen zurückzuleiten, sodass sich das Ganze entspannen kann und dass wir eine bessere Fettverdauung entwickeln können. Ich hoffe, ich habe euch damit wieder ein Stück weitergeholfen und freue mich auf das nächste Mal. Dankeschön.